Es ist Toti-Zeit und es sind geisteskranke Karten herausgekommen und deshalb machen wir direkt mal ein Video um Jude Bellingham Team of the Year für 6,65 Millionen Coins. Gesniped, Freunde, und mein Gegenüber hat auch eine ganz gute Karte, Freunde. Ich glaube, das ist mit die teuerste Karte im ganzen Spiel. In Heisen, was geht denn, Gummo? Ey Leute, was geht ab? Heisen heute mit am Start zu diesem Video. Ich habe R9 Toti Icon, die beste Karte wahrscheinlich in der AFC am Start. Und ihr seht, Freunde, deswegen, ich bin heute gehandicapt. Das heißt, Max müsste eigentlich locker easy gegen mich gewinnen. Ja, Freunde, Comeback Strong, ihr wisst Bescheid, aber Freunde, dieser Karten, ganz kurz mal, die Stats. Also egal, was passiert, Belling Goal, R9, das ist richtig krass, Freunde, lasst unbedingt Daumen da hier auf Max' Kanal. Ja. Ich glaube, das könnte heute richtig scheppern, das Video. Und wir machen darüber ein Buy fürs Guy, das bedeutet, heute werden richtig geile Teams auch daraus entstehen. Jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben da, lasst natürlich kostenloses Abo bzw. Follow da, Freunde, ihr wisst auch Bescheid. Und checkt den Niklas und Unab, haben wir ein Rückspiel aufgenommen. Und wir stellen Mindestpreis jedes Mal auf 130.000 Coins. Das heißt, wir kriegen da auch keine 0815 Infos mehr oder so, wir kriegen eigentlich da nur noch geile, Bro, 1000 Likes und wir machen 140.000, ja, ne? 100, ja, können wir machen. Mit Price Range ein bisschen hochgehen, Freunde, das können wir machen. Ja, also schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das öfter sehen wird. Und ganz wichtig, ob ihr schon ein Team of the Year gezogen habt, ne? Und dann können wir eigentlich suchen. Okay, ja, dann lass uns reingehen. Ich nehme die erste Position, ja, und erste du sagst Position. Mir, welche Seite. Und Freunde, ich habe noch eine sehr, sehr geile Neuigkeit für euch. Und zwar habe ich jetzt auch so eine WhatsApp-Community-Gruppe. Könnt ihr einfach unten beitreten. Natürlich alles kostenlos und das ist direkt der Link unten in der Videobeschreibung. Und als kleines Dankeschön werde ich natürlich heute direkt meine PSN-Karte irgendwann im Laufe des Tages reinhauen. Eine 50er PSN. Von daher tretet da unbedingt bei, wird geilen Content da geben. Genau, geh mal bitte auf die Seite Nummer DOS 2. Ja. Und mit der 4, komm, Freunde. Nadine, The Dream, Kessler. Die kostet was. Oha. Oh nein, ich habe gespoilert. Du hast das gespoilert. Das sag ich nicht, Digga, das verlost. Okay. Aber egal, weil ich mich darüber gefreut habe, weil ich habe die Karte schon. Nehme ich. Ja, das ist ja super. Sag mir mal was. Bitte. Wähle weiser. Jetzt natürlich ohne Spoiler, Bro. Das verlost von mir gerade. Nimm mal die Seite 1, Nummer 1. Eigentlich starte ich immer so ein Spy for Sky. Seite 1, Nummer 1. Das ist okay. Das ist in Ordnung, Freunde. Der gute, ja, der kann was. Der kann was am Ball, der kann was an der Rolle. Wir holen ihn mal. Machen wir bei dir eigentlich mit Joker oder ohne? Also aus eigenem Verein eine Position? Wir machen ohne. Wir machen ohne. Ohne? Ohne. Okay. Oder willst du mit? Nö, ist mir egal. Okay, Freunde. Erste Karte ist drin, hat mich knapp 400.000 Coins gekostet. Also das Team wird heute knackig teuer, kann ich euch sagen. Wollen wir auf die nächste Position gehen. Und da wird es ganz, ganz krank. Bei dir nehme ich Seite 1, Nummer 6. Komm, gib ihm. Okay, Nummer 6. Wer ist denn das? Huh? Wer ist denn das? Hä? Aber die Stats sind okay. Sehen gut aus sogar, muss ich sagen. 4-4. Ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber geh mal bitte mit der Nummer 1 auf der Seite 1. Ganz normal, ganz entspannt. Bitte. Okay, habe ich noch nie gespielt, die Karte. Sieht aber sehr interessant aus. Aber ich glaube, ja, doch. Kaufe ich mal ein, teste ich heute. Mal schauen. Ist das ein Mann? Bro, das ist geil am Buy for Sky. Man spielt Icons oder allgemein Karten, die man sonst eher nicht spielt. Ich frage mich gerade, ob das bei mir ein Mann ist oder eine Frau, ne? Aber das muss eine Frau sein. Sonst, ja, okay, ich sehe es gerade an der Liga. Freunde, alles gut. Schere ist rum. Ist in Ordnung. Ja, passt. Okay, Bro, ich bin ready. Ich nehme diese Position hier und ist eigentlich eine relativ wichtige Position. Erzähl. Okay, wichtige Position. Dann gehst du bitte mit der Seite 3. 3, okay. Ja, und mit der Nummer 10 bitte. Oh, Digga, der kostet richtig viel. Nehme ich. Der kostet aber richtig viel. Ich habe den schon mal gespielt, der ist richtig krass. Okay Bro. Okay. Bei dir nehme ich Seite 1, Nummer 8. Nummer 8, das dürfte, warte. Ja, das dürfte der sein, ihr Freunde. 1. Nächste Position, Freunde. Wir gehen mal mit dieser. Und ich glaube, das wird auch wieder. Eigentlich sind alle wichtig, Freunde, ja, aber der ist. Nee, ich finde AVs und LMRM nicht so wichtig wie zum Beispiel Stürmer. Okay, okay, dann persönlich. Dann wird es, glaube ich, dann wird es eine sehr wichtige Karte, um es mal so in deinen Worten zu. Okay. Ich nehme dann Seite 2, Bro. Guck dir die mal ganz genau an. Warte, Seite 2. Ja, sehr gut, Niklas. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hast du weise gewählt? 3. Nein, was für 3 willst du mich hier? Was ist das denn? Wieso? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? 3, Nummer 3, ja, ja. Oh mein Gott, ey, das kannst du keinem erzählen. Du wählst wirklich von der Seite, würde ich sagen. Das ist die schlechteste Karte. Das ist die schlechteste Karte, Niklas. Oh, das ist die schlechteste alles gut für mich eigentlich, weil wichtige Karte. Ja. Okay, erzähl bei mir. Bitte zweite Seite. Okay, wählweise. Ist da was Gutes? Ist da was Gutes? Ja, da gefallen mir mehrere Karten, ja. Mehrere, okay. Nee, dann gehst du bitte auch mit der 3. So, ich will dich brechen sehen. Ich will dich einfach nur brechen sehen. Okay, nehme ich. Passt. Perfekt, hört sich gut an. Ja.
Let's go. Innerlich lasse ich gerade ein bisschen los, obwohl es krasse Spiele sind. Also Freunde, dieser Bellingham Toti, da muss ich in-game spielen lassen. Das hat die Welt noch nicht gesehen bei dem Preis. Also Freunde, der, wie gesagt, der ist extinct. Und ich bin jetzt bei der nächsten Position angelangt. Aha. Ich auch. Ja. Seite 2, Nummer 1. Einfach. Ganz entspannt. Okay, machen wir. Ja, ja, okay, das ist jetzt nicht so eine wichtige Position gewesen, nehme ich mit. Du gehst mal mit der Seite 1. Ja, bin ich. Und die Nummer 3, bitte. Hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Tschüss, noch nie gespielt. Interessante Karte. Kann was? Ja, ist, glaube ich, richtig crazy. Ja, okay. Dann wählen wir, würde ich sagen, mal hier diese Posi aus. Das ist eigentlich, muss ich sagen, doch, das ist dann eigentlich schon wieder eine wichtigere. Sag mal an. Ich nehme Seite 1, Nummer 6. Nummer 6, das... Oh, hättest du 7 gesagt, das wäre, glaube ich, auch eine sehr... Warte mal, der hat 5 Sterne schwache Fuße bekommen. Das ist ja auch eine sehr, sehr interessante Karte. 95. Okay. Oh Gott, okay. Bei mir... ist in Ordnung. Also hier, ja. Erzähl mal. Bei mir, ich bin sehr gespannt. Ist was Gutes dabei so? Ja, doch. Ja, deswegen bleib mal bitte auf der Seite und du gehst mit der Nummer, warte mal, 10. Ich glaube, das war die Rücknummer von ihm hier. Immer so, weißt du? Okay, deswegen. Ehemaliger, ich habe sogar ein Trikot von dem gehabt. Also, ein großer Fan gewesen. Hol ich mal. Okay, Pizarro. erzähl Max, welche Seite und so weiter und so fort. Welche Seite? Okay, oder? Dann geh mal bitte mit 3. Seite 3 einfach ganz entspannt, nicht zu weit, nicht zu wenig. 3. Okay. Nummer 5 auf der Seite, einfach mal so. Okay, ganz noch nie gespielt, so. Sag ich ehrlich. Ich bin gespannt, was die kann. Muss ich gleich holen. Ja, ja. Bei dir nehme ich Seite 2, Nummer 8. Nummer 8, oh mein Gott, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Karte. Nehme ich mit Kusshand, Junge. Der hat zwar gerade eine andere Special-Karte, was mit Toti und die was zusammenhängt, aber ich nehme auch die Base-Karte von, ist in Ordnung. Passt. Okay, komm, ich nehme die Position jetzt und erzähl mal. Ja, okay, freut mich auf jeden Fall, dass du ein gutes Team hast. Geh mal bitte auf dieser Seite einfach mal mit... Boah, was hatte ich denn noch nicht? Ich glaube Nummer 6, so hatte ich noch gar nicht. Mach mal einfach. Okay, cool. Das ist halt so eine Karte, ist einer der bekanntesten Profifußballer, glaube ich, aller Zeiten, aber ist nicht so gerne spielbar, glaube ich. Also ist nicht so gut spielbar. Ich nehme bei dir Seite 2, Nummer 3. Oh, das tut jetzt weh. Ich habe damit gepokert, dass du mir auch die 6 gibst. Das wäre richtig geil gewesen. Wen hast du? 3? Nummer 3? Ja. Ist okay. Und das ergibt, warte mal ganz kurz, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile 3 Stück von dem Verein und dann sind die schon alle auf Fulcam. Sehr gut. Ist in Ordnung. Freunde, nehmen wir mit. Wichtig. Die wird richtig wichtig. Seite 1. Gegen ich bleib drauf, Max. Ja, nein. Okay. Ich bleib drauf. Den hast du. Nummer 6 will ich haben. Wow. Kante, Junge. Okay. Aber es... Ja, der Wert ist gerade gar nicht mal so krass, also Pace, weiß ich nicht. Mhm. Aber ja, geh du mal bitte auf Seite 2. Joa. Mit dem Spieler für den Goat Nummer 10, bitte. Ich war schon auf Nummer 7. Aber okay, gesagt, Nummer 10, nehme ich dann. Ja, ich habe auch ihre Totti-Karte, also. Okay. Darf ich die Totti-Karte spielen? Lena, Oberdorf? Nee. Potenz. Ja, okay, sonst jetzt, ja, warte mal, was, Proteus? Ja. Willst du mich verarschen, was für Proteus? Gönnst du mir die Totti-Karte? Was wär's sonst, wär's Gold? Ja. Junge, bist du geistkrank, auf gar keinen Fall kriegst du da die Totti-Karte. Ey, gönn doch! Was das sind, Freunde, hä? Also zum Discounten kannst du die Totti-Karte reinmachen. Was? Was? Letzte und finale Position, Freunde. Und mein Team, übrigens, die Karte eben gerade, die hat mich knapp 660.000 Coins gekostet. Mega. Also ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass der so teuer ist, Mann. Was ist das denn? Aber auf jeden Fall, also mein Team kostet richtig Asche. Ja, mein und Team ist auch geistkrank. Allein Totti Icon, der 9, 13 Millionen. Ich sag euch ehrlich, ich kauche langsam auf dem Zahnfleisch. Also ich habe 15, 16, 17 Millionen Coins. Der so langsam, das ist langsam kracht, ich sag ehrlich. Ich nehme Seite 1, Nummer 6. Niklas? Ja. Auf der 4 waren R9 Totti. Ich habe mich gerade erhoben. Ich konnte gerade nicht mehr sitzen. Aber R9 Totti Icon. Da hätte ich aber, glaube ich, nochmal irgendwie verkaufen müssen, Freunde. Also ich habe gerade nur 7 Mio auf der Uhr noch. Aber hätte ich mir auf jeden Fall noch irgendwie snacken können. Weiß nicht, wie ich auf der Uhr gerade noch habe. 10.000. Aber ich werde nicht verkaufen müssen. Perfekt. Ja, ja. Wen hast du gesagt? Nummer 6? Ja, Nummer... Ich glaube, ich habe Nummer 7... Warte. 8 gesagt. Oder 7? Sag einfach irgendwas. Du hast 6, 7 oder irgendwie sowas hattest du. 8, keine Ahnung. Also ich weiß wirklich nicht. Ja, warum?
Nein, das sind jetzt hier alles ungefähr gleiche Spieler. Ach so, hast du was ich gesagt? Die haben alle gleich. Warte mal, oh mein Gott, die haben alle gleiches Tempo und alle gleichen Schießenstat. Was denn das? Alle die drei. Sechs. Gib mir mal die sechs. Sechs. Komm. Okay. Aber vielleicht ist das. Ich wollte dich noch. Und was willst du haben bei mir? Seite 2 bitte. Und du gehst bitte mit der Nummer 7. Komm, für deinen Cristiano. Ah, okay. Mit dem habe ich eben schon gespielt gegen dich. Nimm ich nochmal. Okay, ja, komm, mach. Freunde, wir bauen mal die fertigen Teams und sehen uns gleich nochmal wieder. So, Freunde, Schere ist oben. Ich habe gerade mit Max geredet. Ich sag euch ehrlich, ich habe alles verkauft, alles umgedreht. Ich habe insgesamt 15 bis 16 Millionen Coins. Und der Yashin, ich kann diesen Yashin nicht holen. Ich sag euch ehrlich, der kostet noch 1,1 Millionen. Und ich krieg diese Coins nicht mehr. Ich krieg noch 500, 600k. Aber dieser R9 Totti Icon hat mich gebrochen, wo Max meinte, lass es den machen. Ich so, okay, tamam, lass machen. 13 Millionen ist aber, Digga, ich kann mir nicht. Es ja, geht nicht passt, noch mehr. Es geht nicht passt noch mehr. Deswegen, du hast eh genug Coins da schon drin mit deinem R9, das passt schon voll. Ey, wirklich Schere oben, aber ich kann mir den nicht leisten, Chat. Also wirklich. Deswegen, ich nehme diese Karte, die kostet, glaube ich, auch 200, 300k, wenn ich glaube, ja, also das ist eine relativ passt geile Karte. Ist auch von der Chemie her genau gleich wie ein Yashin. Also es ist nicht, dass er mich mehr pusht oder weniger pusht, sondern ich habe 33 Chemie, Bro. Und mein Team ist, glaube ich, ja, lass mein Team 16, 17 Millionen Coins wert sein. Das ist wirklich ja, sehr teuer, Bro. Also meins, ich denke mal, das wären so 9, 8, so würde ich auch schätzen, dass es ungefähr 8, 9 Mio sind. 27 von 33 Teamspiel, Freunde, sieht gut aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in unserer Lieblingsfußballsimulation wieder und let's go. Bro. So, Niklas, jetzt bin ich gespannt. Zeig mal, hey, Araujo, oh mein Gott. Gott, Digga, ich sag okay, dir, du hast mir ein so teures Team gegeben, Bro. Drogba, Beckham, du hast auch voll viele Icons, hä? Was ist das denn? Du hast mir nur ja, Icons ja, und die ganze Zeit Thunders, diese Radioactive-Karten gegeben, ja, 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 also ja, richtig crazy. Ja, ja. Ja, Freunde, angenehmes, gut kicken die Runde, jetzt könnt's krachen. Das ist rot, glaube ich sogar, wenn du Pech hast. Das ist rot. Wenn du ganz viel Pech hast. Ja, du hast auch nicht ganz viel Pech. Geld. Oh mein Gott. Freunde, ich wollte gerade sagen, Aufnahme Neustart, Kappa. So, zeig mal her das Ding. Ja, wo? Hä, ich hab nach links gedrückt. Hey, ich hab nach links gedrückt. Das ist Totti Icon der Neuen, Stürmer blaue Haare? Warum hat mein Stürmer blaue Haare? Sag es mir. Bellingham, da bin ich. Oh mein Gott, was? Was? Der kostet 6 Millionen, oder nicht? Was? Der ist bei knapp 7 Millionen extinct, Freunde. Nee, nee. Niklas, wirklich bitte nicht jetzt. Also, oder ich sag dir, diese R9-Karte, die ja, macht einfach Glückssachen. Kannst du schon wieder hier. Ich kann doch jetzt einen Controller hinlegen. Ich weiß, das ist von EA das Spiel. Was soll ich denn da machen jetzt hier? Was willst du denn jetzt von mir hören nach dem Ding? Also jetzt ehrlich, was wird das denn? Belly Gordon mit dem Pass? Mit dem Pass? Nein. Jawohl. Im Weg. Ja, boah, wichtig. Übrigens, Bellingham hat sich das Ding da vorher geholt. Das ist schon gut. Also, Freunde, dieser Bellingham, der kommt mir vor, als ob der 3x3 Meter groß ist auf dem Spielfeld. Ne? Das ist geisteskrank. Und Ushuaia mit dem 2-1, let's go. Ja. Boah, die Alte ist gut. Die Frau. Die Frau ist gut. Oh mein Gott, schade, Mann. Bisschen leckerer. Ja, sehr gut. Mit 94 Pace, das geht rein physikalisch gar nicht. Dass die eingeholt wird und die läuft einfach mal am Torhüter vorbei, weil die so schnell ist, die Alter. Die Frau. Oh mein Gott, let's go. Mit blauen Haaren und Greedy machen, Freunde. Boah, geil, da geht mehr ab. Boah, was ein Pass. Was ein Pass, Freunde. Boah, was ein Pass und ein Tor. Oh, was war das? Was war das denn, Mann? Boah, was eine Parade. Boah. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Digga, jetzt dreh ich durch. Und ich sweater. Nein, Spaß, ich mach ihn so rein. Ich dreh durch. Da bist du doch, da bist ich du doch. Ich dreh durch. Ich mach den nächsten Gritty, Mann, sie ist so schön. Asiaido Shanana, Mann, so geil, Mann. Nee. Niklas? Schäm dich für die Tore, die du hast. Das ist ja ekelhaft. Das nächste absolut ekelhafte Ding. Was sehe ich hier? Der macht nur solche Tore. Das sind halt alles so. Der setzt sich halt so krass durch. Let's go! War krass gespielt. Danke, Bro. Robert Pires, Junge, macht's dann einfach. Max, du bist. Ich wollte nur R9 zustellen. Abseits, ja, Abseits, Mann. Ist das verdient. Kann nicht sein, Mann. 4-3. Let's go. Ey, Freunde, Mann. Oh, ist das bitter. 4-3, eine Kirsche. GG's.
Ja, Freunde der Sonne, ich würde sagen, Niklas, hier, warte, ich mache nochmal den Change und dann eigentlich bist du ready, hoffentlich, um mir sagen zu können, welche Position du mir am liebsten aus dem Team schaffen würdest. Und ganz kurz, sag kurz. Bellingham geht jetzt. Was würdest du machen mit mir? Freunde, ich würde, also wenn jetzt Bellingham, Retalk jetzt, wenn ich Bellingham Team of the Year abstoße, der gerade, glaube ich, immer noch extinct ist zur Aufnahmezeitpunkt. Ich guck mal, gerade ist einer drauf für 54 Minuten, okay, alles klar. Aber an sich, Freunde, der war die ganze Zeit gerade extinct, der kostet 6 Mio, der kostet hier 600, 400, 160, 500, 300, also hier sind Karten dabei, 200k nochmal und was auch immer, das ist geisteskrank. Es wird scheppern, Ich mach's kurz und schmerzlos. Und ich nehme deinen. Wirklich, ich kann's nicht. Ich nehme deinen rechten Mittelfeldspieler. Kurz und schmerzlos. Das ist Let's gut, go, schlimm. Freunde. Let's go. Das ist auch, das sind 165k. Ja. Das ist ja, Mensch, das ist ja gar nichts, Freunde. Das ist ja absolut gar nichts, Kappa. Ich habe komplett umgemixt. Also ich bin das ganze Team einmal durchgegangen. Bellingham stand im Sturm und ja, keine Ahnung, was jetzt hier noch. Der linke Mittelfeldspieler war Sergio Ramos. Rechtes Mittelfeld, ne? Camavinga. Camavinga, okay, wie viel kostet der? Camavinga, 165k, ich mach mal das PC. Ja, Junge, tut mir leid, Digga. Aber zumindest nicht Bellingham, also die ist positiv. Bei Bellingham wäre ich jetzt auch schon auf dem Weg zu dir. So, Freunde, Camavinga wird jetzt hier abgegeben. Damit, denke ich mal, ist auch alles gesagt. Freunde, wie gesagt, tretet unbedingt der WhatsApp-Gruppe bei, um nichts mehr zu verpassen. Ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen da, lasst ein Auto da. Checkt Niklas unten ab, Ineba, ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, sind wir raus. Bis zum nächsten Wort rein und ciao, ciao. Tschüss.